Bevor wir jetzt einsteigen in die gewaltfreie Kommunikation in der pädagogischen Praxis, möchte ich euch zu einem Ankommen einladen. Und dafür freue ich mich, wenn alle die nächsten 3 Minuten ihre Kamera einschalten. Also ich lade euch dazu herzlich ein. Wer das nicht machen möchte, weil er gerade genüsslich Nudeln isst, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Genau, ihr könnt nochmal in die Galerieansicht wechseln, als erwartet. Was mir gerade noch einfällt, was ich eben vergessen habe, ich war ganz begeistert zu hören, dass heute eine ganze Klasse daran teilnimmt. Ich habe auch schon gesehen, dass Elke Dormann mit dabei ist. Ich versuche, euch immer mit einzubinden und wenn wir in den Austausch gehen, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne im Klassenraum machen. Leider hat das nicht geklappt, weil ich krank zu Hause sitze jetzt. Mit einem Film als Aufhänger arbeiten, und zwar heißt der Film Die Klasse. Den kennt der ein oder andere vielleicht. Das ist ein französischer Film aus dem Jahr 2008. Und wir werden anhand dieses Films dann schauen, was sind die Grundhaltungen und die Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Ich werde dabei auch immer noch mal auf die Dynamik zwischen Lernen und Beziehungen eingehen und auf Beziehungen in der pädagogischen Praxis. Ich habe einen Padlet-Link, den ich euch dann gleich noch im Chat teile. Dort findet ihr dann nicht nur Literaturhinweise, sondern auch Handreichungen, die für euch interessant sein könnten. Ich schicke es euch gleich mal im Chat. Beziehungsweise, ja, ich mache das dann, wenn ich das hier beendet habe, weil jetzt komme ich gerade nicht rüber in die Präsentation. Okay. Ja, genau. Wir steigen ein mit dem Trailer, den ich euch jetzt zeige. Und ich bitte euch währenddessen, dass ihr mal schaut, welche Gedanken und Gefühle löst dieser Trailer in dir aus? Welche Beziehungen werden dargestellt? Es wird danach dann dazu einen Austausch geben. Komm, 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 komm. Hey, hey, hey. Hey! Beruhigt euch langsam. Es hieß, ich, Kumba? Wäre. Wäre? Wäre. Sie glauben doch nicht etwa im Ernst, ich sag zu meiner Mutter so einen Satz wie, es hieß, ich sei wäre. Echt, ey. Darf ich endlich die Frage beantworten? Sie haben die Genehmigung. Als erstes stelle ich fest, dass ihr hier rumschreit und bevor ihr euch angesehen habt, wie man den Satz überhaupt bildet, ihr mir schon ständig sagt, dass es zu nichts gut ist. Lernt es erstmal richtig und dann könnt ihr hinterfragen, ob man es verwendet oder nicht, klar? Da steht, gucken Sie genau hin, was da steht. Wenn das, was du zu sagen hast, nicht wichtiger ist als das Schweigen, dann schweige. François, mach dir keinen Kopf, ganz ehrlich. Ich meine, du weißt, wie die mit uns sprechen. Die Umstände sind unwichtig. Fakt ist, er ist ausgerastet und das ist schlimm. Also. Hey, Monsieur, jeder kann mal ausrasten, finde ich. Ja, das stimmt. Aber irgendwann muss man sich beruhigen. Ich möchte lieber die Dinge hervorheben, die er nicht schlecht macht. Er interessiert sich für einiges. Er macht oder sagt manchmal Dinge, die gar nicht so schlecht sind. Also unter dem Vorwand, dass er ab und zu was Positives macht, glücklicherweise lässt man ihn in Ruhe in seinem Elend versinken, ganz allein. Und man tut nichts, ja? Was ist das? Damit erkaufst du dir den sozialen Frieden, mehr nicht? Doch, da gibt's der Staat, das Buch der Staat. Der Staat von Platon. Ja. Und welche Fragen stellt Platon? Worüber? Über alles. Die Liebe, die Religion und Gott und die Leute. Über alles. Schön, dass du das gelesen hast. Ja, ich weiß. Es ist kein Buch für Schlampen. Okay, das war der Trailer zum Film, den ich im Übrigen auch sehr empfehlen kann, vor allem, wenn man das französische Schulsystem nochmal kennenlernen möchte. Mit dem Blick auf eure eigenen Gedanken und Gefühle und dargestellte Beziehungen möchte ich euch jetzt für 6 Minuten in Breakout-Rooms schicken, zu dritt, in denen ihr euch dazu austauscht. Genau. Es wurden in dem Film ja viele Beziehungen dargestellt und das große Ziel hinter der gewaltfreien Kommunikation, die von dem Amerikaner Marshall Rosenberg begründet, erfunden, gestaltet wurde, ist es eigentlich, in Beziehung zu treten, sich zu verbinden und das nicht nur mit anderen, sondern auch mit sich selbst. Und wenn man jetzt schaut, wie in dem Trailer zum Beispiel, dann sind ja in der pädagogischen Praxis unglaublich viele Beziehungsmuster präsent. Da ist einmal das Kind, das sich hier in der Darstellung nicht von seinen Eltern trennen lässt.
das in Verbindung tritt mit dem Pädagogen, mit der Pädagogin, dem Erwachsenen, aber natürlich auch mit seinem eigenen Lernprozess. Der Lernprozess und der jeweilige Erwachsene haben auch in gewisser Weise eine Beziehung zueinander, stehen in irgendeiner Form zueinander. Das Kind erlebt natürlich auch in der Beziehung zu anderen Kindern bestimmte Situationen. Mit den eigenen Eltern und natürlich auch, wie sehen die Eltern zum Beispiel die anderen Kinder oder wie nehmen sie wahr? Und ihr seht schon, die Pfeile nehmen immer mehr zu. Es gibt natürlich auch zwischen Pädagoginnen und Eltern Kontakte und Beziehungen, genauso wie mit der Leitung, die wieder zu allen Personen Beziehungen hat, zu den Eltern und zu den mitarbeitenden Pädagoginnen. Dann gibt es natürlich noch das Kolleginnen-Geflecht, was jetzt ja auch angesprochen wurde, was auch in diesem Trailer herauskommt. Und auch die Leitung und die Kolleginnen haben wieder Einfluss darauf, auf die einzelnen Beziehungen. Und in diesem ganzen Beziehungskomplex und Querverbindungen, die sich natürlich auch gegenseitig beeinflussen, kann die gewaltfreie Kommunikation ein wunderbares Mittel sein, um in Beziehung zu treten, und zwar auf eine respektvolle, klare und authentische Art und Weise. Und ein wichtiger Aspekt, der mir zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit der GfK erst relativ spät gekommen ist, ist auch einfach die Verbindung zu mir als Pädagogin. Also wie bin ich gerade hier, wie geht es mir, warum löst dieses Mädchen in mir zum Beispiel aus, wie bei dem Lehrer, dass ich sie als Schlampe bezeichne. Wo kommt das her? Was hat das eigentlich auch mit mir zu tun? Welche Filme laufen da bei mir ab? Und dafür bietet sich die gewaltfreie Kommunikation an. Da ich jetzt nicht weiß, wie viele Vorkenntnisse ihr mitbringt, würde ich die Grundhaltung der GfK und die Schritte hier nochmal aufgreifen. Eine ganz essentielle Idee ist die, dass alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Kultur dieselben Bedürfnisse haben. Wir versuchen als Menschen, uns ständig in jedem Augenblick bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen. Und dafür wählen wir verschiedene Strategien. Also Rauchen ist jetzt beispielsweise kein Bedürfnis, sondern kann eine Strategie sein für Entspannung, Austausch, Verbindung, Erholung. Ja, das wären dann eher Bedürfnisse. In dem Moment, indem ich sage, alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse, heißt das nicht, dass ich auch alle Handlungsweisen gleichzeitig damit akzeptiere. Und das ist oft so ein erster Knackpunkt in der GfK, dass dann manche sagen, ja, aber was ist jetzt beispielsweise mit Terroristen? Jetzt zu sagen, ja, die haben ja auch nur Bedürfnisse, die sie sich erfüllen, das greift ja viel zu kurz. Aber es ist letztlich eigentlich eine ganz grundsätzliche Einstellung zu Menschen und jedem Menschen zuzugestehen, dass er Bedürfnisse hat, die er sich teilweise auf absolut ablehnende Weise versucht zu erfüllen, kann überhaupt erstmal Verbindung ermöglichen. Die Konflikte, die wir haben und die in Schule auf vielfältiger Beziehungsebene stattfinden können oder eben auch in uns stattfinden, entstehen auf der Ebene der Strategien und nicht auf der Ebene der Bedürfnisse. Uns alle hier in diesem Workshop-Raum teilt beispielsweise, wir teilen das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung. Es kann aber sein, dass Elke sich dieses Bedürfnis erfüllt, indem sie sich zu Hause Musik anmacht und sich auf die Couch legt. Für Veronika wird das Bedürfnis vielleicht erfüllt durch einen Spaziergang draußen. Schwierig wird es dann, wenn zwei Menschen sich beispielsweise einen Haushalt teilen und der eine braucht einen Powernap als Entspannungsstrategie und der andere will sehr gerne sehr laut Musik hören. Und dann entsteht der Konflikt auf der Ebene der Strategien. Das wiederum gibt uns ganz viele Handlungsoptionen, denn wir können ja an den Strategien arbeiten. Wir können uns Strategien suchen. Das heißt, Bedürfnisse sind unabhängig von Personen und Orten, währenddessen Strategien zum Beispiel über bestimmte Gegenstände, Handlungen oder Personen gebunden sein kann. Die Gefühle, die wir haben, sind sozusagen unsere Signalleuchten für erfüllte und nicht erfüllte Bedürfnisse. Und die werden von Handlungen anderer und meiner Bewertung dieser Handlung ausgelöst, nicht verursacht. Das heißt, das ist ein nächster, etwas herausforderndere Grundhaltung in der GfK. Ich kann niemandem Gefühle machen. Also so ein Satz wie, du machst mich wütend, ist in dem Zusammenhang so nicht korrekt, sondern irgendetwas
löst gerade in mir Wut aus, aber die Verantwortung für meine Gefühle trage stets ich selbst. Und die Gefühle werden so als Warnlampen für erfüllte und unerfüllte Bedürfnisse gesehen. Und eins unserer größten und wichtigsten Bedürfnisse ist das, zu geben im Sinne von sich zu verbinden auch. Und deswegen kann die gewaltfreie Kommunikation generell in der pädagogischen Praxis, sei es mit kleinen Kindern, im Familienalltag, in der Schule, in anderen Bildungseinrichtungen, weil es eben so eine Sprache des Gebens und Nehmens ist, wie Marshall Rosenberg selber gesagt hat, hilfreich sein. Ein bisschen irritierend, vielleicht für den einen oder anderen bei euch auch. Gewaltfrei assoziiert man immer erstmal so, ich schlage doch niemanden, ich bin ja jetzt nicht körperlich gewaltvoll, aber es geht eben um die bereits angesprochenen Gefühle wie Scham und Schuld, die verbal ausgelöst werden können. Ihr seht hier eine Darstellung vom Modell der GfK. Über allem steht also erstmal diese Absicht, sich mit sich und anderen authentisch, klar, wertschätzend zu verbinden. Und ich habe also im Prinzip eine bestimmte Situation, ein Erlebnis. Das muss kein Konflikt sein, das kann einfach irgendein Erleben sein. Und ich habe dann 3 Möglichkeiten, die gewaltfreie Kommunikation und das 4-Schritte-Modell zu nutzen. Also es kann einmal sein, ich nehme als Beispiel den Lehrer, der da vor der Klasse steht, dass er selber merkt, er ist gerade total genervt und es geht ihm hier alles tierisch auf den Zeiger. Dann könnte er sich mit Hilfe der GfK mit sich selbst verbinden, indem er über die 4 Schritte geht, Wahrnehmung oder Beobachtung, was erlebe ich gerade, wie fühle ich mich dabei, welches Bedürfnis ist vielleicht gerade zu kurz gekommen und habe ich eine Bitte. Das Gleiche könnte er auch mitteilen den Schülern und Schülerinnen gegenüber. Dann wäre es sozusagen der Selbstausdruck. Oder aber er würde sich mit dem einen Mädchen in einen empathischen Prozess begeben und herausfinden, was sie gerade erlebt hat, welche Gefühle sie hat, was sie braucht. Und das ist, glaube ich, das, was viele am Anfang machen, wenn sie sich mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigen. Sie gehen erstmal ins Ich-Mitteil oder ins Du-Verstehen. Und Marshall Rosenberg hat selber gesagt, damit kann man super funktionierende Beziehungen erstmal ruinieren, wenn man diese 4 Schritte dann so anwendet. Dann wirkt das erstmal ganz schön irritierend für das Gegenüber, wenn man denkt, bei welcher Gehirnwäsche hast du mitgemacht? Aber diese 4 Schritte, Beobachtung oder Wahrnehmung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte, sind eine wunderbare Orientierungshilfe, vor allen Dingen am Anfang. Und dann entwickelt, glaube ich, jeder mit Übung so seinen eigenen Ausdruck. Ja? Und ich würde jetzt gern im Folgenden mit euch gemeinsam nochmal einzelne Sätze aus dem Film aufgreifen, um zu schauen, wie würde man das dann im Sinne der gewaltfreien Kommunikation formulieren. Da ich jetzt gerade den Chat nicht sehe, kurze Frage, gibt es dazu schon eine Rückfrage? Also ich habe den Chat jetzt auf. Okay, dann möchte ich gerne mit euch nochmal auf den ersten Schritt kommen, nämlich die Beobachtung und Wahrnehmung. Ihr findet jetzt hier im Folgenden Äußerungen aus dem Trailer, die er sagt oder die andere sagen. Und ich möchte gerne, dass ihr jetzt nochmal gemeinsam überlegt, welche Beobachtung, welche ganz konkrete Beobachtung kann hinter dieser Aussage stehen? Also was ist passiert, dass ich sage, Fakt ist, er ist ausgerastet? Wie sprechen die mit uns, wenn ich sage, du weißt, wie die mit uns sprechen? Und dazu bitte ich euch jetzt nochmal in Breakout-Sessions zu gehen und das gemeinsam zu überlegen, welche Beobachtung könnten dahinter stehen. Und ich lade euch auch ein, das auf dem Sprechen mit lauter Stimme. Ich nehme wahr, dass er sehr laut spricht. Genau, also das wurde hier schon formuliert. Ich finde bei dem Wort Schreien und Laut total spannend, dass das relative Begriffe sind. Also was für mich zu laut ist, kann für meinen 3-jährigen Sohn eine angemessene Lautstärke sein. Ja, deswegen ist diese Formulierung, mir ist es gerade zu laut, schon anders. Was an der Aussage, ihr schreit hier rum, auch schwierig ist, dass ihr, es schreien ja nicht alle, es schreien nicht 26, sondern ich könnte es ja zumindest beschränken auf die Personen, die tatsächlich zu laut sprechen. Bei dem zweiten, ihr sagt mir ständig, dass es zu nichts gut ist, sind hier auch einige Aussagen. Mich spricht jetzt zum Beispiel besonders an, ich habe mehrfach von euch gehört,
dass das, was an der Tafel steht, zu nichts gut ist. Es wird also nochmal spezifiziert, zumindest mehrmals. Dieses ständig ist auch wieder eine Verallgemeinerung, die er dazu einlädt, dass das Gegenüber sich versucht zu verteidigen und zu sagen, Moment mal, also nicht ständig und immer, das musst du mir jetzt hier erstmal beweisen. Und direkt zu zitieren, ja, oder zu sagen, wenn ich dich sagen höre, das macht schon einen Unterschied in der Formulierung. Wir hatten uns hier ja in dem großen Raum auch kurz ausgetauscht zu, er ist ausgerastet, als Beispiel, dass er einen anderen Jungen geschlagen hat, hat mit etwas geworfen, war wütend. Bei dem wütend wäre zum Beispiel auch wieder die Frage, wenn ich jetzt nur auf diesem ersten Schritt der Beobachtung so ein bisschen beharre, woran sehe ich denn, dass ein Mensch wütend ist? Was tut derjenige? Und die Wut von einem Dreijährigen sieht anders aus als die Wut von einem Lehrer. Bei einem Dreijährigen oder Vierjährigen höre ich im Supermarkt, wenn der wütend ist, dann muss ich nicht erst in den Gang gehen. Aber wenn ein Lehrer wütend vor der Klasse steht, dann kann das auch ungefähr so aussehen. Ja, also da kann sich die Wut innerlich abspielen. Du weißt, wie die mit uns sprechen. Das finde ich eine Sache, die sehr schwer ist, auch in Worte zu fassen. Hier wird erstmal gesagt, dass das eine Behauptung ist und Schubladendenken. Das mache ich zum Beispiel daran fest, dass die, also auch wieder eine Verallgemeinerung, es sprechen ja nicht alle und dieses Wie wird überhaupt nicht spezifiziert. Woran mache ich denn zum Beispiel fest, dass jemand unhöflich ist oder unfreundlich? Sprich mal freundlicher mit mir. Ja, was ist denn freundlich? Woran erkenne ich, dass ein Mensch freundlich ist? Ja, also auch hier fehlt letztlich wieder die Beobachtung. Ich würde nochmal in meine Präsentation zurückgehen. Ich habe das hier auch nochmal so farbig gekennzeichnet, was im Sinne der gewaltfreien Kommunikation hier eher eine Bewertung ist. Es wird verallgemeinert, das Rumschreien, es kommt zu Interpretationen, auch in so einer Scheinobjektivität, Fakt ist, er ist ausgerastet. Auch Ausrasten ist schon in irgendeiner Form eine Bewertung und ich kann mich fragen, was sehe ich? Und das ist sozusagen, es gibt manchmal den Tipp, man soll sich das bei diesem ersten Schritt wie mit einer Kamera vorstellen. Was würde eine Kamera oder eine Drohne filmen? Was hört sie? Was sieht sie? Alles, was sich in einer Person abspielt, ist schon Interpretation. Verallgemeinerungen, Vergleiche, Verurteilungen und Interpretationen sind auch keine Beobachtungen. Ihr findet auch manchmal den Tipp Zahlen, Daten, Fakten. Also was ist jetzt wirklich gewesen? Aber vielleicht könnt ihr euch auch an Situationen erinnern, in denen ihr mit Menschen in Auseinandersetzungen wart und man ist schon an der Beobachtung hängen geblieben. Jeder beobachtet etwas anderes. Also auch eine Kamera hat eine bestimmte Perspektive. Und damit hat so eine Beobachtung immer einen objektiven Aspekt. Ich kann zum Beispiel sagen, als ich dich ich habe wahrgenommen das, aber trotzdem habe ich meine eigene Perspektive auf die Dinge. Und es können natürlich ganz im Sinne des Konstruktivismus auch zwei Beobachtungen durchaus legitim sein. Ich könnte also zum Beispiel sagen, wenn ich dich sagen höre, dass du diese Form zu Hause nicht verwenden würdest, wäre so der erste Schritt. Oder ich habe gesehen, wie er auf sie zugegangen ist und sie mit beiden Händen am Hals gewürgt hat. Das wäre konkretes, gesehenes Verhalten. Ich mache nur ganz kurz die Klammer auf. An dem einen Tag kann es mir total gut gehen und eine bestimmte Beobachtung stört mich nicht. An einem anderen Tag löst eine kleine Beobachtung wie Schuhe im Flur aber schon was Großes aus. Das wäre also so der erste Schritt. Erstmal zu gucken, was habe ich tatsächlich gehört und gesehen. Und das ist mitunter schon das Schwierige, eben nicht in die Bewertung zu gehen. Das Problem ist nämlich, in dem Moment, wo ich interpretiere, moralische Urteile in irgendeiner Form vermittle, geht mein Gegenüber entweder in den Angriff, in die Starre oder in die Verteidigung. Ja, das kann teilweise Schuld- und Schamgefühle auslösen. Ich fühle mich angegriffen und gehe dann nur noch darauf ein, aber um die Sache, um die es vielleicht eigentlich geht, auf die kommen wir gar nicht mehr zu sprechen. Und da kann eine geschilderte Beobachtung hilfreich sein, um sich mit dem anderen zu verbinden. Der zweite Schritt sind dann die Gefühle. Und
Ihr habt den Trailer jetzt zweimal gesehen. Ich könnte ihn ansonsten auch noch ein drittes Mal zeigen. Meine Frage an euch wäre jetzt, welche Gefühle vermutet ihr bei den Beteiligten, was ihr jetzt aus dem Trailer wahrgenommen habt? Schreibt es doch gerne mal in den Chat. Vorhin wurden ja auch schon Gefühle genannt. Kurze Frage. Es geht um alle Beteiligten, egal wer jetzt aus welcher Szene. Genau. Okay. Ja, genau. Genau, ihr seht, die Bandbreite ist total groß. Wenn ich das richtig sehe, hat keiner ein positives Gefühl wahrgenommen. Was könnte der Lehrer gefühlt haben in dem Moment, doch Freude, in dem Moment, als die Schülerin von Platon erzählt? Genau, er war vielleicht erstaunt und überrascht. Genau. Ihr habt hier ganz viele Gefühle aufgezählt und ich hatte das vorhin schon erwähnt, die Gefühle sind immer so die Lampen für erfüllte Bedürfnisse oder eben auch nicht. Und die Verantwortung für die Gefühle, die liegt immer bei uns selbst. Das finde ich am Anfang auch erstmal schwierig, aber das nimmt uns absolut in die Verantwortung und das ist eigentlich auch ziemlich schön, dass wir selber unsere Gefühle so beeinflussen können. Wenn ich zum Beispiel die erste Äußerung von dem Lehrer aufgreife, könnte er sagen, ich bin irritiert oder genervt. Ja? Als es darum geht, dass der Schüler ausgerastet ist und gesagt wird, das ist schlimm, dann könnte er sagen, ich war erschrocken und in großer Sorge. Was macht das denn für einen Unterschied, ob ich sage, das ist schlimm oder ich war erschrocken und in großer Sorge? Also ich lade euch ein, teilt das gerne im Chat. Oder so, je nachdem, was für euch angenehmer ist. Genau, jetzt kommt die Ich-Botschaft. Genau, weil das kommt, dass es schlimm ist, eine Bewertung. Es kann bei dem anderen noch ankommen, du bist schlimm, ja? Genau, also dieses sich mitteilen und das eigene Gefühl kann eine größere Einladung sein. Und genau, ich stimme euch zu, was im Chat geteilt wird. Jetzt ist es aber so, ich kann mich als Lehrer oder generell als Person auch provoziert und nicht ernst genommen fühlen. Und das Wort kam mir vorhin auch, fühlt sich verurteilt oder nicht verstanden. Und da gibt es in der gewaltfreien Kommunikation die Unterscheidung zwischen einem echten Gefühl und einem sogenannten Scheingefühl. Oder auch Opfer- und Tätergefühl. Das heißt, bei den echten Gefühlen, das ist etwas, was ich empfinden kann. Und dafür haben wir mitunter einen relativ kleinen Wortschatz, wobei ich jetzt mit Blick auf den Chat finde, dass hier schon ein großer Wortschatz vorhanden ist. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich fühle, spreche ich eigentlich oft gar nicht von meinen Gefühlen, sondern formuliere wieder einen Vorwurf. Also ich fühle mich provoziert, heißt ja übersetzt, du provozierst mich. Ich fühle mich nicht ernst genommen, heißt übersetzt, du nimmst mich nicht ernst, du verstehst mich nicht. Also immer dann, wenn es eigentlich, sag ich mal, ein Verb ist und eben nicht direkt ein Gefühl, das geht nicht immer auf, aber dann formuliere ich ja wieder einen Vorwurf. Also selbst wenn ich es geschafft habe, erstmal nur eine Beobachtung zu formulieren, spätestens hier kann es wieder sein, dass mein Gegenüber in die Angriffs- oder Verteidigungshaltung geht. Und das kann wiederum zu negativen Gefühlen und zu einem Abbruch der Verbindung führen. Ja, also das ist so, dass die zweite wichtigste Unterscheidung in der gewaltfreien Kommunikation nicht nur zu gucken, was habe ich tatsächlich beobachtet, sondern was sind auch wirklich Gefühle. Und Scheingefühl deshalb, weil es eben kein echtes Gefühl ist und ein Opfergefühl insofern, weil ich den anderen eigentlich zum Täter mache.
gibt es dazu Bemerkungen oder Fragen? Und ihr habt es jetzt vielleicht schon gemerkt, unser gemeinsamer Einstieg, da habe ich euch eingeladen zu schauen, was beobachtet ihr rein äußerlich wahrnehmbar, wie fühlt sich die Person vielleicht und welche Bedürfnisse sind gerade erfüllt oder nicht. Da seid ihr das im Prinzip alles schon mal durchlaufen. Möchte ich jetzt gerne nochmal den Blick auf die Beteiligten in dem Filmausschnitt lenken und deren Bedürfnisse. Ich zeige euch gleich eine Bedürfnisliste. Ihr findet diese auch im Padlet. Und stell euch dazu die Frage, die ihr hier schon seht, welche Bedürfnisse seht ihr bei den Beteiligten erfüllt oder gegebenenfalls nicht erfüllt? Wenn ihr nochmal an die Grundannahmen denkt, alle Bedürfnisse, also alle Menschen teilen die gleichen Bedürfnisse und es gibt dazu übrigens unterschiedliche Einteilungen. Marshall Rosenberg selbst hat 7 Gruppen formiert. Da gibt es ganz unterschiedliche. Ich habe mich jetzt einfach für diese Liste entschieden. Welche Bedürfnisse seht ihr nicht erfüllt bei den Beteiligten? Könnt ihr gerne wieder im Chat teilen. Wenn ich mir jetzt so das anschaue, was ihr schreibt, dann merke ich, ich werde dann tatsächlich immer so ein bisschen traurig, dass das da so ist und die Kinder und Jugendlichen das so nicht erleben und auch der Pädagoge. Und im Umkehrschluss die Vorstellung, Lernprozesse würden mit diesen Bedürfnissen, dass die erfüllt sind, begleitet werden, ist, was der schon, ja, Spalte 2 und 3 nicht erfüllt. Genau. Genau, inwiefern Erholung und Nahrung auf Seiten des Pädagogen erfüllt sind, ist auch nochmal so eine Sache. Für die, die in Schule arbeiten, ist das ja manchmal eine Herausforderung, zu trinken, zu essen, auf Toilette zu gehen, ausgeschlafen zu sein. Ja? Oder Luft. Gut, Luft gibt es jetzt wahrscheinlich genug in der Dauerlüftung. Genau, ihr seht, wir haben euch viele Bedürfnisse angesprochen. Ich möchte gern auf ein Bedürfnis nochmal genauer eingehen, weil das gerade für die Lernprozesse so essentiell ist. Und das ist nämlich das Bedürfnis der Sicherheit. Bevor ich dazu komme, nochmal als Beispiel, wenn ich jetzt in dieser GFK-Formulierung bleibe, könnte der Lehrer sagen, wenn ich dich sagen höre, dass du diese Form nicht zu Hause verwenden würdest, dann bin ich genervt, weil mir wichtig ist, dass wir zunächst die Formen sammeln und dann gemeinsam schauen, wann sie angewendet werden können. Das heißt, hier finde ich jetzt nicht so diese technische Formulierung vom Bedürfnis, aber es ist die Wortwahl, die der Lehrer vielleicht treffen würde. Genauso könnte ich bei dem Ausrasten dann sagen, ich war echt erschrocken und in großer Sorge. Mir ist wichtig, dass sich alle wohlfühlen. Oder ich könnte aber auch sagen, ich brauche Respekt. Also dieses Mitteilen vom Bedürfnis kann ich natürlich, je nachdem, mit wem ich auch spreche, nochmal anders übersetzen oder das Bedürfnis direkt benennen. Ich brauche gerade ganz dringend Erholung. Ja, dann benenne ich das direkt und das ist auch zugänglich. Manche Bedürfnisse sind aber zum Beispiel auch für jüngere Kinder und Jugendliche vielleicht nicht so greifbar. Also woran erkennt ein Vierjähriger, dass er sich selbstwirksam erlebt? Wenn ich das zu meiner Tochter sage, kann es sein, dass du Selbstwirksamkeit brauchst, würde sie wahrscheinlich unauffällig nach hinten aus dem Raum tanzen und ja, sich so ihren Teil denken. Ja? Genau, weil das gerade als Frage kommt, echte Gefühle beginnen mit Ich bin. Genau, das ist eine gute Formulierungshilfe. Nicht ich fühle mich, das ist eine Einladung, auch Scheingefühle aufzugreifen, sondern ich bin. Und bei Bedürfnissen, wie gesagt, das direkt benennen und Bedürfnisse sind auch immer positiv. Also es gibt keine negativen Bedürfnisse, sondern es ist im Gegenteil.
Genau, und dann würde ich jetzt nochmal gern die Sicherheit aufgreifen und da vielleicht nochmal ein bisschen weiter ausholen. Marshall Rosenberg selbst war sehr schulkritisch. Der hat, soweit ich weiß, seine Kinder auch nie in die Schule geschickt. In den USA ist das mit Homeschooling natürlich auch etwas einfacher. Und in Erziehungsprozessen oder Erziehungssystemen gibt es ja eigentlich immer, sage ich mal, ein bestimmtes Menschenbild, was dahinter steht. So eine Grundhaltung und Grundeinstellung. Und dafür hat er sich sehr eingesetzt und hat gesagt, es gibt im Prinzip, es ist so ein bisschen schwarz-weiß, zwei Erziehungssysteme. Ich will das nur noch mal, dass das für alle auch so ankommt. Das ist wirklich jetzt schwarz-weiß und so ein bisschen seine erlebte Realität versus seine Vision. Marshall Rosenberg ist ja 1934 in den USA geboren und ist als jüdischer, weißer Junge in einem schwarzen Ghetto aufgewachsen. Er hat also sowohl die Rassenunruhen erlebt, die ihn auch dazu bewogen haben, die gewaltfreie Kommunikation überhaupt zu entwickeln. Aber er hat in mehrfacher Hinsicht Gewalt und Ausgeschlossensein als Kind und Jugendlicher erlebt. Sowohl für sich persönlich als auch gesellschaftlich und strukturell. Und er stellt dominanzorientierte, der lebensbereichernden Erziehung gegenüber und sagt im Prinzip, dominanzorientiert ist das, was er als Realität in der Schule wahrgenommen hat. Es muss bewiesen werden, wer im Recht ist, der Autorität gehorchen. Wir haben strenge Bewertungsmaßstäbe. Es gibt klare Hierarchien, Ziele, Inhalte, Vorgehensweisen sind vorgegeben. Es gibt das Mittel der Belohnung und Bestrafung, das eingesetzt wird, um Ordnung wiederherzustellen. Und der Kampf um gute Leistungen und Noten ist letztlich eine Form der Motivation. Demgegenüber stellt er sozusagen die lebensbereichernde Erziehung seine Vision gegenüber. Und in der lebensbereichernden Erziehung geht es eigentlich darum, die Bedürfnisse aller Beteiligten zu erfüllen. Und wenn ihr nochmal an diese Grafik denkt am Anfang, wir haben als Beteiligte die Eltern, die Lernenden, die alle Erwachsenen, die in Schule arbeiten, die Kolleginnen, die Leitungen, die pädagogischen Fachkräfte etc. Also wenn es wirklich darum gehen würde, zu schauen, wie können die Bedürfnisse aller in irgendeiner Form erfüllt werden. Das geht natürlich nicht alles zur selben Zeit, aber es gäbe ja die Option zu schauen, wie ist das möglich. Lebensbereichernd heißt für ihn auch, dass sich die Beteiligten empathisch reagieren, begegnen. Also Empathie für sich selbst, mit sich in Verbindung sein, aber natürlich auch mit dem Gegenüber. Dass kooperiert wird und das Lernen auch als ein Prozess verstanden wird, in dem ich mich entwickle. Wenn ich das Bedürfnis nach Lernen und Wachstum sehe, dann bekommt das in Schule und ja auch einen großen Raum, aber genauso wie die Bedürfnisse nach Verbundenheit, auch nach Leichtigkeit und Spaß und Kooperation. Diesen Bedürfnissen würde in einem lebensbereichernden Erziehungssystem Raum gegeben werden. Das heißt, dahinter steht aber letztlich auch eine Veränderung der Werte. So ähnlich stellt das Maike Plath dar. Ich weiß nicht, ob die euch bekannt ist. Das ist eine Frau, die als Lehrerin viele Jahre in Berlin gearbeitet hat und die hat dann vor allen Dingen über theaterpädagogische Dinge sehr viel mit Schülern gearbeitet, ist dann selbst auch aus dem Schulsystem ausgestiegen und bietet in dem Bereich, wie kann ich Theatermethoden für den Unterricht verwenden, relativ viel an und hat viel zur Statuslehre gemacht. Vielleicht ist sie euch darüber mal begegnet. Und sie sagt auch, eigentlich gibt es entweder Konkurrenz oder Kooperation. Und unser Schulsystem ist eigentlich eher gerade auf Konkurrenz ausgelegt und es geht immer so um den individuellen, um die individuelle Nutzenmaximierung. Wie kann ich für mich das meiste rausholen? Also die beste Note, vielleicht auch den leichtesten Weg, wie komme ich am besten durch? Und demgegenüber stellt sie ihr Ideal und das ist das der Kooperation, dass also ein bewertungsfreier Raum geschaffen wird, in dem Offenheit und Vertrauen herrscht, in dem ich auch eigene Grenzen deutlich machen kann, sowohl als Kind als auch als Erwachsener. Und dass es darum geht, gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Was jetzt, hier von Krishnamurti, der auch oft in Verbindung mit der gewaltfreien Kommunikation gebracht wird, auf dem ganz deutlich wird, dass Angst und Furcht eine große Rolle spielen und uns in großen Teilen blockieren. Und das kann eigentlich im Schulalltag ganz unterschiedliche, können das ganz unterschiedliche Anzeichen sein für Angst.
Gefühle, die mit der Angst verbunden sind, ist ja sowohl das, was ihr auch vorhin genannt habt, also Frustration, Wut, Ohnmacht, Hilflosigkeit, das können alles erlebte Gefühle sein, gemeinsam mit der Angst. Und auf der Ebene der Strategien gibt es dann natürlich verschiedene Wege für alle Beteiligten, wie sie mit der Angst umgehen. Das kann körperliche Gewalt sein, die letztlich der Modus ist, ich habe selber Angst, also gehe ich in den Angriff. Das kann Krankheit sein, auch auf beiden Seiten, Schulabstinenz oder sogar Schulabbruch. Auf Seiten der Pädagoginnen kann es sein, um mich selbst zu schützen, um mir einen sicheren Raum zu schaffen, drohe ich Strafen an oder führe sie durch oder übe Druck aus oder gehe in die emotionale Erpressung. Und oftmals steht dahinter die Angst oder eben fehlende Sicherheit. Und wenn man abgesehen von davon nochmal schaut, wie Sicherheit und Lernen zusammenhängen, dann fängt das eigentlich schon in der, also sagen wir mit Geburt an. Bei der Bindungstheorie wird das ja auch schon aufgeworfen. Ein kleines Kind, ein Baby braucht eine sichere Bindung, braucht Vertrauen und Sicherheit, um die Umwelt zu erobern. Da gibt es diesen Sicherheitskreis, also wirklich dieser Wechsel von Bindung und Exploration, die Umwelt erkunden. Und so zieht sich das fort. Das ist genauso im Kindergarten oder in der Kinderkrippe, in der Kindertagespflege. Kinder brauchen einen sicheren Anker, um die Umwelt zu erobern. Und so setzt sich das natürlich auch in Schule fort. Goldman hat in dem Zusammenhang zum Beispiel von der emotionalen Entführung gesprochen. In dem Moment, wo ich Angst erlebe, schaltet sich mein Neokortex aus, das emotionale Zentrum übernimmt und ich gehe entweder in die Starre, in die Abwehr, in den Angriff oder in die Flucht. Diese Reduktion auf das Reptiliengehirn will ich jetzt nicht so weit vertiefen, aber einfach dieses, ich bin dann mit anderen Dingen beschäftigt, ich kann mich dann nicht konzentrieren, ich kann nicht kreativ sein, ich kann mich nicht neuen Dingen öffnen, weil ich primär erstmal damit beschäftigt bin, mich in irgendeiner Form zu schützen. Auch Maslow, der die Bedürfnispyramide geprägt hat und damit letztlich auch Rosenberg zugespielt hat, sagt, nur ein Kind, das sich sicher fühlt, kann gesund aufwachsen. Und auch bei DC und Ryan in der Selbstbestimmungstheorie, wo es ja viel um Motivation geht, wird zwar nur am Rande, aber auch davon gesprochen, wie wichtig es ist, sichere Lernräume zu schaffen. Jetzt ist die große Frage, okay, wenn Lernen so wichtig ist dafür, dass ich mich konzentrieren kann, dass ich mir Dinge merken kann, dass ich kreativ sein kann, dass ich kooperieren kann, wie mache ich das denn? Und dann wäre eine ganz allgemeine Antwort erstmal, sich auf die Anliegen, in Klammern Bedürfnisse, der Lernenden und Pädagoginnen zu fokussieren. Und wenn ich mal den Bedürfnisblick auf die Schüler habe, und das ist ja vielleicht bei euch im Chat jetzt auch deutlich geworden, die unterscheiden sich dann gar nicht so groß, denn uns verbinden ja die Bedürfnisse. Und sowohl auf Seiten des Lehrers in dem Kurzfilm, in dem Film Die Klasse, fehlt Wertschätzung, wie vielleicht auch bei den Lernenden. Das vereint die beide. Oder dieses Gesehenwerden. Ich möchte gesehen werden. Ich will willkommen sein. Ich möchte mich verbinden. Das eint alle Beteiligten. Und das wiederum war zum Beispiel für mich auch oft heilsam in Schule mit Blick auf Schüler und herausfordernde Situationen, mir dessen bewusst zu sein. Und ich kann, und da kann die gewaltfreie Kommunikation sehr hilfreich sein, eine Sprache des Gebens und Nehmens erlernen und anwenden. Zum Beispiel eben ganz konkret über diese 4 Schritte. Ich würde euch mit Blick auf die Zeit vielleicht jetzt eher wieder für den Chat einladen, dass ihr nochmal überlegt, vielleicht als ihr selbst Schülerin wart, wie habt ihr euch da sicher gefühlt? Wann habt ihr Sicherheit erlebt? Oder wenn ihr jetzt gerade in Schule und Kita arbeitet, wie kann ich da Sicherheit schaffen, ganz konkret? Würde ich mal kurz in die große Runde schauen oder wollt ihr euch lieber noch mal in kleinen Gruppen dazu austauschen? Das ist insofern spannend, weil es hier noch mal diese Unterscheidung gibt zwischen Bitten und Forderungen. Eine Bitte ist dann eine Bitte, wenn es ein Nein geben darf.
Und damit sind wir in Schule natürlich schnell an der Grenze. Wann formuliere ich eine Bitte? Wann formuliere ich eine Forderung? Vielleicht nochmal in Bezug auf den Film als Beispiele. Könnte der Lehrer sagen, wenn er genervt ist davon, dass das in Frage gestellt wird, bevor sie überhaupt die Form gesammelt haben, dass er das als Vorschlag macht und dann fragt, bist du damit einverstanden? Und eine Bitte wäre es dann, wenn die Schülerin sagen könnte, nö. Und dann könnte man gemeinsam weiterschauen, was jetzt okay wäre. Oder aber in dem Gespräch, wo es um den Klassenkameraden ging, der ausgerastet war, die eigene Sicht zu schildern und dann zu fragen, bist du bereit, mir zu sagen, was du von mir gehört hast? Und in der GfK wird eben so eine Handlungsbitte unterschieden und eine Beziehungsbitte. Das eine ist, öffne bitte das Fenster als Handlungsbitte. Das andere wäre dieses, wie geht's dir jetzt damit, was du von mir gehört hast, so in Beziehung zu treten. Okay, damit wären wir am Ende angekommen. Und ich bedanke mich sehr für euer Mitmachen. Genau, ich hätte gern noch mehr Zeit gehabt, mit euch noch etwas tiefer einzutauchen und kann mir auch vorstellen, dass jetzt viele Fragen entstanden sind. Ich biete auch Online-Workshop-Reihen an, wo es direkt um das Thema Schule geht oder wertschätzendes Miteinander, wo ich zum Beispiel auch nochmal konkrete Sachen aufgreife. Und für alle, die in Kitas arbeiten, es gibt auch das Projekt Giraffentraum und diverse andere Dinge. Dazu findet ihr Literaturangaben. Man kann gewaltfreie Kommunikation auch mit Lernenden etablieren, zum Beispiel über einen Klassenrat oder tatsächlich über ein Projekt mit den Kindern. Es wird viel mit Giraffe und Wolf gearbeitet als Handpuppen. Das bietet sich für kleine Kinder an. Also auch dazu gibt es sehr viel Material und natürlich auch Trainer, die das anbieten. Okay. Ja, wenn ich so auf pädagogische Praxis schaue und Momente, in denen Kinder und Jugendliche mit Erwachsenen in Lernprozessen eintauchen, dann ist die gewaltfreie Kommunikation ein wunderbares Mittel, um in Beziehung zu treten, weil sie ermöglicht, dass man so im Hier und Jetzt ganz achtsam miteinander umgeht und gemeinsam Momente teilt. Und die dahinterliegende Grundhaltung, sich authentisch, respektvoll und wertschätzend zu begegnen und in Beziehung zu treten, bietet sich einfach auf ganz vielen Anwendungsgebieten an. Also sei es in der Kita das Kind, das eine Entdeckung teilen möchte oder ein Konflikt auch zwischen Kindern, den man mithilfe der GfK begleitet. Es bieten sich dafür ganz viele Ansatzpunkte und natürlich auch für die Erwachsenen, die Lernprozesse gestalten, selbst, dass sie schauen können, wie sie sich so mit sich verbinden können, was in ihnen gerade lebendig ist. Und dafür können die vier Schritte der GfK ein gutes Modell sein, um sich den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen anzunähern und damit aber auch in den Austausch zu treten. Und diese aktive Beziehungsgestaltung und das Bedürfnis nach Verbindung so in den Raum zu stellen, ist für mich eine absolute Grundlage, um nachhaltig zu lernen. Weil Lernen für mich auch nur funktionieren kann, wenn ich Vertrauen und Sicherheit schaffe. Und das kann ich mithilfe der GfK ziemlich konkret und praktisch im Alltag umsetzen.